Herzlich willkommen zum zweiten Vortragsabend der Reihe Emeriti erinnern sich. Ich freue mich, dass Sie alle gekommen sind und ich freue mich vor allen Dingen, dass ich Herrn Poch heute hier vorstellen kann. Er hat gesagt vorher, er macht das vor allen Dingen für Studenten und ich freue mich deswegen, dass auch ein paar Studenten gekommen sind. Wir haben ja versucht, Werbung zu machen. Und als Vorbereitung habe ich mir, wie man das heute so schön sagt, den CV von Herrn Poch vom Web runtergeladen und das macht das MPI, das stellt sowas zur Verfügung. Und wenn man da durchguckt, dann sieht man, dass es offensichtlich viel zu erzählen geben muss, denn da stehen so Orte drin, Belgrad, da sind Sie geboren, wenn ich mich recht, wenn das hier alles stimmt, Ljubljana, Pasadena, Freiburg, Heidelberg, CERN, Berkeley, Heidelberg, CERN, Los Alamos, Berkeley, Heidelberg. Also die Stationen waren viele. Und dabei sind vier Daten vielleicht wichtig. 1955 Diplom in Ljubljana gemacht, 1960 den Doktor dort, 1964 habilitiert in Freiburg und 1965 nach Heidelberg als Professor und dann immer wieder von Heidelberg überall in die Welt. Und dann 1975, glaube ich, sind Sie dann Direktor vom Max-Planck-Institut geworden. Einer der Direktoren des Max-Planck-Instituts geworden. Und das Arbeitsgebiet ist die Hochenergie-Kernphysik. Und ich glaube, da muss man nur zitieren aus dem Kommentar zur Vergebung der Stern-Gerlach-Medaille vom Jahr 2005, die Herr Poch für seine hervorragende Arbeiten zur starken Wechselwirkung in der komplexen Umgebung von Atomkernen, insbesondere zur Spektroskopie der Hyperkerne, erhalten hat. Das heißt, die starke Wechselwirkung war eigentlich immer das, womit Sie sich beschäftigt haben. Den Rest erzählen Sie hoffentlich selber und ich danke Ihnen fürs Kommen und Ihnen auch. Herr Poch. So, vielen Dank für diese Einführung und es freut mich besonders, heute wird dieses Jahr wird etwa 42, 43 Jahre, seit ich das erste Mal hier gestanden bin und versucht habe, möglichst guten Eindruck auf die Herrschaften zu machen. Und scheint, auf den Mangel von Alternativen habe ich doch die Stelle hier bekommen. So, dass jetzt, dass Sie sehen, dass ich auch sonst gebildet bin, habe ich hier aus der Vermessung der Welt diesen Zitat, das vielleicht einigermaßen zu dem heutigen Vortrag passt, ausgesucht. Gut, wenn ich jetzt anfange, werde ich erstmal mit der ersten Station, die wirklich mit der Forschung zu tun hat, anfangen in dem Kellogg Radiation Laboratory. Aufstieg, das wissen Sie, woher das kommt. Ich kam 1957 zum Caltech. Ich habe damals in Ljubljana nach großen Schwierigkeiten ein Stipendium bekommen und ich musste irgendwo ein Labor finden, wo man mit Van de Graaff arbeitet. Und ich hatte Glück gehabt, dass mein älterer Kollege Cezu Pancic in Kopenhagen den Tommy Lauritsen aus Caltech getroffen hat und scheint so guten Eindruck auf ihn gemacht, dass er dann auch mich, dürfte ich nach Caltech kommen mit einem Stipendium und habe ich auf diesem Van de Graaff bei dem Kellogg Labor gearbeitet. Ich habe damals versucht rauszukriegen, was das eine Universität sei und habe ich versucht, Kellogg Radiation Laboratory in Physical Review zu finden. Und das war sehr schwierig. Ich habe nur einen kurzen Letter zum Editor gefunden, wo die von irgendeinem obskuren Zustand in Kohlenstoff 12 reden und anmelden, dass sie was Richtiges darüber schreiben. Bald, als ich kam, weil ich diese 57, das waren schon berühmte Zeiten, vor allem war ich viel jünger, das war damals Eisenhower und Nixon und Caltech war ganz demokratisch. Ich glaube nicht, dass man dort eine Stelle bekommen könnte, ohne
für Demokraten zu wählen. Aber sonst waren auch sehr viele berühmte Leute dort. Der Pauling mit 2 Nobelpreisen und 2-mal im Jahr ist er mit seinem Talar, das der farbigste Talar der Welt war, weil die Zahl von Farben hing von den Nobelpreisen. Und dann war dann Anderson, der Positron entdeckt hat, ein etwas einsamer Mensch, hat immer in seinem Zimmer gesessen. Er war nicht besonders hoch geschätzt. Millikan hat ihm nicht geglaubt, dass er das Positron gefunden hat. Er meinte, er hätte falsch seine Magnete gepolt. Aber der hat doch insistiert und hat sich gelohnt, hat den Nobelpreis bekommen. Delbrück hat mit Sörger musiziert, aber nebenbei hat er auch in der Biologie und später auch einen Nobelpreis bekommen. Zwicky, der eklige Schweizer, der hat schon 31, der war als Person nicht besonders angenehm, er hat schon 31 die dunkle Materie gefunden, die später Ende des letzten Jahrhunderts wieder gefunden worden ist. Der hat auch aus der Bewegung von Galaxien daraus geschlossen, dass die Materie viel mehr geben muss, als es gibt. Dann war der nicht so junge Feynman ohne Nobelpreis noch, der sehr junge Gell-Mann. Und hier neben mir saß im Office auch Ken Wilson als Doktorand von Feynman. Und der hat auch später für die, Wilson hat für die in Heidelberg berühmte Wegener-Wilson-Loops Nobelpreis bekommen. In dem Labor, in dem ich gearbeitet habe, war der Gründer, war der Charlie Lauritsen. Der hat 1931 dieses Labor gegründet und war gewidmet Strahlungsphysik und Therapien. Also es war ganz lustige Geschichten. Die Leute kamen, haben sich bestrahlen lassen und das war mit Röntgenstrahlen, einem EV-Elektronenbeschleuniger war das. Nachher haben die umgepolt auf positive und haben auch schon die ersten Reaktionen gemacht. Und als ich kam, der war schon emeritiert, aber immer im Institut. Fowler war der Chef des Labors und von Elite hier war der Stech war schon berühmt nach seiner schwachen Wechselwirkung. Er hat dieses als erster Paper, stimmt das, nach der Paritätverletzung, dass es nur entweder oder Entschuldige, das habe ich schon wieder verwechselt. Jedenfalls, und dann kurz nach mir kam auch der Sörgel und jetzt werde ich auch über diese Stech-Sörgel-Sache extra erzählen, aber erstmal gehe ich zurück zu dem Fowler. Das ist ein Bild, Seminarraum von Kellogg Radiation Laboratory. In der ersten Reihe saßen Professoren mit Ausnahme von diesem Herrn hier. Das war der Fowler, 59 noch immer rasiert. Hinten, das war Charlie Barnes mit der Pfeife immer und er hat mich direkt betreut. Das war Tommy Lauritsen und das war Charlie Lauritsen. Wie Sie sehen, die Ordnung war dort ein klein bisschen anders. Ich glaube, etwa 2 Doktoranden pro Professor war die Norm. Aber was ich jetzt wirklich die Geschichte, dass heutzutage in Heidelberg nur noch Kosmologie gemacht wird, möchte ich jetzt etwas über die Vorgeschichte der Kosmologie erzählen. Das habe ich einfach abgeschrieben. Das ist Burbridge hat das gemeint und ich weiß nicht genau, was er meint. Jedenfalls Big Bang, der Name kommt schon von dem Fred Hoyle. Aber Fred Hoyle hat, glaube ich, auch die Basis für die moderne Kosmologie gegeben. So, Fred Hoyle hat 1947 ein berühmtes Paper geschrieben, wo, wenn Sie sich überlegen, dass
die Kernreaktionen in Sternen, sowie die Sonne und Hauptreihe Sterne, das wurden in den 30er Jahren von vielen Leuten wirklich ausführlich gelöst. Das war klar. Aber was passiert sonst, war nicht klar. Nicht? Das war, man wusste ein wenig, dass es Supernova-Explosionen gibt, aber dass es gibt diese rote Riesensterne. Aber wie das, was es eigentlich hinter diesen Sachen gibt, war nicht bekannt. Und Fred Hoyle hat 1947 einen Vorschlag gemacht, dass man die astronomischen Beobachtungen, die Plasmaphysik der Sterne und die Energiequellen zusammen vermischt und versucht, ein Modell von der Entwicklung der Sterne zu machen und als Test für die Richtigkeit des Modells die Häufigkeit der Elemente zu benutzen. Der Grund für diesen Vorschlag war, dass er hat die moderne Version der Steady-State-Kosmologie gemacht. Sicher, die Steady-State-Kosmologie war die älteste, Einstein hat die benutzt, dann kam aber dieser Lemaitre mit seinem ersten Vorschlag, dass es expandierendes Universum gibt, dann kam Hubble mit seiner Entdeckung, dass das Universum sich ausdehnt. Und Hoyle hat versucht, alle Daten damals zusammen zu einer neuen Steady-State-Kosmologie zu machen. Und im Wesentlichen, das funktioniert in dieser Weise, dass die Materie, die über den Horizont wegläuft, wird spontan erzeugt als Wasserstoffatome. Und die Zahl war so gut, ich glaube, ein Atom pro Kubikmeter und in 100 Jahren sicher eine Zahl, die experimentell nie getestet werden könnte. Die Leute hat das sehr gestört, weil eine lokale Energieverletzung mögen die nicht. Heute haben wir lokale Energieerhaltung, aber globale vollkommene Verletzung. Und das stört keinen. Der Fowler kam 54, 55 nach Cambridge zum Hoyle und Hoyle hat ihn überzeugt, dass man das Kellogg vollkommen umschaltet auf die nukleare Astrophysik. Und das hat Fowler wirklich gemacht. Und das Wichtigste, und der Vorschlag von, weil er alles aus Wasserstoff machen müsste, alle Elemente, musste er eine Brücke von über A5 und A8, diese zwei sind instabil, musste er überbrücken, um schwere Elemente zu machen. Und dann hat er vorgeschlagen, dass es, das war damals überhaupt nicht bekannt, dass es in Kohlenstoff 12 hier bei kurz über der Schwelle von 3 Helium einen Zustand gibt, dass durch dann eine Fusion von 3 Helium wirklich zum gebundenen Kohlenstoff führt. Und die Professoren, Kellogg-Professoren, haben sich zusammengetan nachher und dann diese mit dem Bohr 12, das war sehr leicht, Bohr 11 DP-Reaktion, Bohr zu produzieren. Und dann haben die Alpha-Zerfall von diesem Zustand gefunden. Und das war das, dieser berühmte damals anthropische Koinzidenzzustand. Und weil sicher ohne diesen Zustand würden wir nicht da gewesen. Ich habe neulich von dem Weinberg sein Paper gelesen, das eigentlich überhaupt nichts mit anthropisches Prinzip zu tun hat, weil bei Multivers ist in einem Vers muss es sicher so einen Zustand geben. Und wenn es Kohlenstoff 12, 3 Alpha sind, das bei der Schwelle muss, sicher, wenn sich eine löst hier, muss es 3 Alpha Zustand geben. Das heute ist nicht mehr anthropischer Zustand. Gut, das war die. Was soll ich weiter? Gut, das. Hallo. Das hat er in 57 auch, als haben diese vier
diesen drei Heul, Burbridge, Burbridge und Fowler. Hier hat er seine Bedeutung schon erkannt und hat sich ein Bart wachsen lassen. Haben das berühmte Paper über die Synthese von Elementen, Universum geschrieben. Und das Paper ist wirklich so exzellent, dass heute noch vollkommen, weil mit kleinen Details, heute noch immer sehr brauchbar ist. Das, warum ich jetzt diese, als wir Studenten in Kellogg, haben wir immer gemeint, dass eigentlich, was wir machen, ist hier hinter der Sache. Und das wahrscheinlich war auch der Wahr. Dass er war immer Gast dort und hat dem Fowler erzählt, was sich lohnt zu messen und wir haben müssen das machen. Eigentlich mein Betreuer, Charlie Barnes, hat mir erzählt, wenn ich weiter in Kellogg bleiben will, soll ich lieber das machen, was der Fowler macht. Und das hat auch funktioniert. Gut, jedenfalls war, als der 94 der Fowler den Nobelpreis bekommen hat, haben uns alle ein wenig gewundert, dass auch der Heul nicht berücksichtigt wurde. Und es war wirklich, aber okay, einmal habe ich dem Fowler vorgeworfen, dass er nur Steady-State-Kosmologie betreibt. Das. Und er hat mir gesagt, nein, ich mache Wissenschaft, meine Physik ist unabhängig von der Kosmologie. Er hat wirklich, war sehr schlau und er hat sofort, als die Big Bang 64 kam, diese Hintergrundstrahlung und dann hat die Big Bang gewonnen. Er hat sich sehr sofort dann doch eingeschaltet. Die Frage war wirklich von der Zusammensetzung von Wasserstoff und Helium im Universum, das im Wesentlichen besteht das Universum daraus. Und das kam diese prämordiale Synthese, die kurz ein paar Minuten stattgefunden hat nach dem Big Bang. Und eigentlich der Heul hat das alles wieder nachgeprüft. 1981 habe ich noch mit Heul gesprochen, gefragt, wie er steht jetzt zu seiner Steady State. Er war noch immer überzeugt, dass er die Steady State Kosmologie retten kann. 1994 hat er doch aufgegeben und hat gesagt, doch aufgibt und hat er akzeptiert, dass der Big Bang gewonnen hat. Der Sorger war unabhängig und hat mit Steg und Böhm und das hat die schwache Wechselwirkung betrieben. Der Steg hat dem Sorger verraten, dass die Zukunft der Teilchenphysik in der schwachen Wechselwirkung steckt und er hat das mit wirklich geglaubt und hat sich gelohnt. Aber jetzt nur, dass ich etwas Lustiges noch erzähle und Sorger ist immer gut für lustige Sachen. Bei einer von den Messungen, da waren drei Van de Graaffs. Da war ein 5 MeV der Van de Graaff, das bis 3 MeV ging und dann, das war Studenten, dann war ein 2 MeV Van de Graaff, das nur wie 1,8 ging, das war Professoren Van de Graaff und dann war noch eine 600 Kilovolt Maschine. Und Sorger dürfte auch mit den Professoren Maschine arbeiten. Und das war, die haben gemessen Fluor 20 Zerfall, das ist 20 Sekunden, haben wir gesagt, Lebensdauer. Und da musste man die Maschine einschalten, ausschalten. Nicht? Das ist 20 Sekunden rauf und runter und zählen das, Wirkungskorrelation zu messen. Und sicher, so wie Sorger, hat erstmal Schalter eingebaut und ich glaube, ohne zu fragen. Und da hat gemerkt, dass die Maschine doch nicht stabil ist. Sicher, Professorenmaschine war so gemeint, dass ein Professor immer auf dem Potentiometer rumgefummelt hat, um Energie zu halten. Dann hat er in der Nacht die Maschine umgebaut, und dann hat er wirklich funktioniert. Und ich habe den Fowler noch nie so böse gesehen, wie morgens, wenn er kam und erfahren hat, dass der Sorger die Maschine umgebaut hat. Nachher ist aber trotzdem das so bei dem Zustand geblieben. Okay, dann die zweite Station. Ich kam
aus Sölden hat mich eingeladen nach Freiburg. Als ich zurück aus Amerika kam, war ich 6 Monate dort und da hat mich der Theodor Schmidt hat mir eingeladen, dass ich, wenn ich will, irgendwann darf ich immer kommen. Und das habe ich auch 1962 auch ausgenutzt und bin ich nach Freiburg gekommen. Jetzt habe ich, erstmal habe ich ihn etwas genauer kennengelernt, aber habe ich mich auch in die Geschichte von Theodor Schmidt, habe ich ein wenig nachgeschaut und auch ein wenig mit ihm gesprochen. Und ich glaube, dass wir Heidelberger mindestens doppelt in sich irgendwie verpflichtet sind. Und diese Verpflichtung sind wir auch eingegangen. Der Schmidt hat hier bei uns den Ehrendoktor bekommen. Und ich glaube, Herr Briggs hat sich sehr eingesetzt, dass er das bekommt. Aber jetzt, wo die Beziehung von Schmidt und Heidelberg besteht, das war 1937, hat der Schmidt publiziert ein Paper mit seinen Schmidt-Linien, wo er zusammen wenn er zeigt, dass die magnetischen Momente von den mechanischen Momenten kompatibel sind, nur dass etwas kleiner sind, als man direkt mit einem Teilchen das erklären kann. Und hier für Neutronen, hier das ist für Protonen. Und er hat dann mit diesem Resultat ist dann nach Kopenhagen gegangen und hat versucht, den Bohr von diesem Modell zu seiner Überlegung zu überzeugen. Und Bohr war nicht so einfach, wie man sonst annimmt. Er hat gemeint, damit würde sein Compound-Kern-Modell kaputt gehen und hat es stark widersprochen. Und ich finde, das war von dem Schmidt seine Zusammenfassung, seine Arbeit steht hier. Er hat beharrt, dass er doch recht hat. Hier hat aber für den Rumpf hat er ein Bohrsches Modell angenommen. Das, was ich eigentlich finde, das ist der Compound-Kern beruht auf diesen scharfen Resonanzen von Neutron-Capture in schweren Elementen, dass die berühmten chaotischen Zustände sind. Und haben mit dem Grundzustand von Kern nichts zu tun. Das haben die. Trotzdem hat dieses Bild sehr stark dominiert die ganze Zeit, die Kernphysik, dass man einfach, ich glaube, wegen der Bohrschen Wichtigkeit in diesem Gebiet. Und Bohr hat auch verkoppelt dieses Seinmodell mit dem kollektiven Modell. Und was ist das? Und hier habe ich etwas jetzt hitzerisch geschrieben. Ich glaube, das Bohrsche Compound-Kern-Modell ist für die Beschreibung des Kerngrundzustandes so geeignet wie das chaotische Verhalten von Siegbeck-Zuständen des Atoms für Beschreibung des Atomgrundzustandes. Gut. Der Bohr war nicht so einfach. Er hat zum Beispiel, wenn man Quantenmechanik hören wollte, konnte man das in Kopenhagen nicht hören, weil er hat keinem erlaubt, Quantenmechanik zu halten, weil nur er konnte das machen. Er hat nie Vorlesungen gehalten. Das war das Problem von dem jetzt Einteilchenmodell, ein kollektives Modell, das ging 20 Jahre lang und das waren genauso wie bei Kosmologen, diese zwei Parteien. Die haben, eine war ein Teilchen, die andere Kollektiven. Ein Zwischengewinn war, der damals mit dem Schallmodell, mit der Spin-Bahn-Kopplung,
erstaunlicherweise, dass man hat versucht, mit sogenannten einteiligen Modell bis Maße 20 hat das einigermaßen gut funktioniert, später nicht. Und das war so eine Barriere, dass keiner wusste, hat er wirklich geglaubt, dass was Prinzipielles falsch wäre in der Physik. Wir zeigen, was es noch gibt. Und nachher kam die Lösung mit einer außerordentlich hohen Spin-Bahn-Kopplung. Die Spin-Bahn-Kopplung im Atom ist eine perturbative Sache. Hier ist das eine genauso bedeutend wie das gemeinsame Potenzial des Kerns. Und zu sagen, wie das, was es eigentlich falsch lief, ist das ein Zitat, das ich von Telegdi sehr gerne habe. Wenn Sie das lesen, dass ich lese sehr schlecht, aber können Sie ruhig lesen. Ich finde das Zitat sehr schön, nur ist es fertig. Glaube, woran der Fehler lag, ist, dass die Leute haben, ich habe auch das beim Jensen gemerkt, dass er hat auch gemeint, eher ein Schallmodell mehr mit Atomen verglichen als mit einem entarteten Fermionensystem. Und eigentlich alles, was man heute weiß, ist das wirklich sehr trivial. Es ist nur ein entartetes Fermionensystem mit allem drum und dran, aber von ähnlichem System. So dass sogar das erste Fermi-Gasmodell war nicht so schlecht, weil eigentlich war einfach formuliert für großes, nicht für die ähnliche Dimensionen, aber war schon praktisch alle richtige Lösung von dem heutigen, so wie wir heute Kernphysik verstehen. Okay, die einzige Überraschung zu dem ist, dass das einfach diese LS-Kopplung so groß war. Oh, warum ich diese zweifache Verbindung von Schmidt, und das ist erstmal, Jensen hat das zu Ende gebracht, dieses Bild von dem Einteilungsmodell, und seine Methode von der Hyperfeinstruktur, die er benutzt hat, von dem war, wird heute als Schmidt-Kopfermann-Methode benutzt. Kopfermann hat diese Methode hier sehr ausführlich mit Hochfrequenzspektroskopie gepflegt. Oh, das war ich noch zu früh fertig. Hein? Gut, jetzt möchte ich aber jetzt etwas über Arbeit, mit der ich etwas direkter. Oh, ich habe vergessen, ich habe auch in Caltech für Sterne was gemacht. Aber das war so, dass nach diesem 3-Alpha-Zustand war praktisch alles nur Kleinarbeit und die Experimente waren stinklangweilig. Ne? Ich musste die langsamste Reaktion ist immer diejenige, die Lebensdauer einer Phase bestimmt. Und für den Kohlenstoff-Sauerstoff-Zyklus ist Stickstoff 14 P Gamma die langsamste Reaktion. Und das war meine Aufgabe, mit allen möglichen Drum und Dran festzustellen, wie diese Wirkungsquerschnitte bei Energie Null aussehen. Und hat sich nichts wesentlich Neues ergeben, dass die Sonne mit 2% Kohlenstoff-Stickstoff-Sauerstoff-Zyklus betreibt, sonst nur Wasserstoff-Wasserstoff. Gut, Herr Heinze und Sörger haben schon lange immer in CERN gearbeitet und ich war hier und habe gemeint, ich muss das auch tun. Und dann habe ich das erste Mal in Caltech beim Vorlesung von Gell-Mann das 59 gehört über die Hyperkerne und er hat sich sehr lobend über diese Sachen geäußert und habe gemeint, das muss ja schon was Lustiges sein. Und in der Tat gibt viele, ich werde erzählen, viele Sachen, viele Argumente, warum die Hyperkerne für die Kernphysik sehr interessant sein können. Aber ich habe etwa wahrscheinlich 68
Letter of Intent geschrieben und damals war Preiswerk war EP Division Leader. Und ich habe das vorgetragen und ich glaube, er ist so halb geschlafen, als zugehört. Und so nach etwa einem Jahr habe ich keine Reaktion von ihm bekommen. Dann habe ich mich bei dem Gentner beschwert, habe gesagt, sein Kollege Preiswerk reagiert überhaupt nicht. Und da scheint sie dem Preiswerk das gesagt zu haben. Preiswerk hat mich dann in sein Büro eingeladen und hat mir erstmal über die Zerrenpolitik, Wissenschaftspolitik aufgeklärt. Er hat mir gesagt, ich glaube, jeder kann kommen und irgendwo einen Vorschlag machen. Aber wissen Sie, die Physik hier ist hart. Das müssen nur Leute, die Durchhaltevermögen haben. Und das geht nicht. Und so ist es so, dass erstmal, wenn die meisten Leute kommen nach einem Jahr nicht mehr wieder, und das erledigt die Sache. Und sagen, das ist auch zweite Sache, wissen Sie, man weiß es nicht, ob die Physik, ich kann nicht beurteilen, ob die Physik gut ist oder nicht. Ich glaube, ich habe ein Jahr lang zu überlegen, ob es sich lohnt, das zu machen oder nicht. Und die können auch ihre Zahlen nachprüfen. Gut. Jedenfalls nach diesem Jahr, dass ich das nachprüfen konnte, kam, ich glaube, wesentlich durch Nachwirkung von Sörgel zu einer Bewilligung von diesem Experiment. Und, aber das Experiment war bewilligt, aber formal, aber keine, war keine Beam-Teile, Strahlungsführung war nicht vorhanden. Vor allem mussten wir, okay, das Experiment, das habe ich jetzt aber wahrscheinlich versäumt zu sagen, was Experiment ist. Die Idee war, dass man Kaminus stoppt und Hyperkerne macht und einige von diesen Hyperkernen, K, Pi macht Lambda auf Neutron und einige von diesen werden in angeregten Zuständen gemacht und man würde man Energie Gamma-Übergänge messen. In diesem Zustand war das die einzige Möglichkeit, Gamma zu messen, war die einzige Möglichkeit, eine gute Auflösung in einem, für Kernphysik in einem Umgebung von den hochenergetischen Strahlen zu machen. Deswegen musste man einen K-minus, niedergetischen K-minus-Strahl machen. Und das war die Idee, dass man 500 MeV über C, das ist ein ziemlich langsamer, ziemlich niedergetischer K-Strahl. Und weil die K schnell zerfallen, musste der Strahl sehr kurz sein. Und wir haben das ein Strahl, das sieht man wahrscheinlich nur der kürzeste Strahl, das hier gebaut wurde, 11 Meter lang. Aber da musste man jetzt erstmal einen Ort finden, wo man ein Target bekommt. Und dann Vorschlag war, dass wir auf ein Target die Kaon-Pion abzapfen. Das war ein 6 cm langes Target. Das war Produktionstarget für ein Experiment nachher. Und wir sollten seitlich die Kaon benutzen. Und dann gab es die Frage, wie man diese Strahlen, Kaon und Pion, Pion sind, ich weiß nicht, Faktor 100 oder das mehr häufig bei diesen Energien als Kaon, muss man separieren. Und da gab es auch keinen Separator, aber auch Separatoren sind ziemlich lang, das würde der Strahl nie so kurz sein können. Dann kam der Sörgel hat erzählt, dass es, dass der Gregory, der Direktor war in dieser Zeit, hat vorgeschlagen, dass wir einen Vorschlag folgen, das war von dem, dass wir separieren durch den Unterschied von der Stopping Power. Nicht, wenn Sie 500 MeV Pion und Kaon nehmen und durch einen Absorber lassen, verlieren die Energie, aber Kaon mehr als die Pion. Und wenn Sie nachher analysieren das, dann werden viel mehr Kaon mit kleiner Energie da sein, dann können Sie Pion ablenken. Das bedeutet, wir sind dann auf dem Stopping Power Separator eingegangen und muss ich sagen, hier der
Petrucci, der war so ein Physiker aus Rom, hat uns sehr gut geholfen. Der hat einen von den exotischen Strahlen nachher gebaut. Er hat ein wenig Geld gehabt und hat auch spezielle Elemente, kurze Quadrupollinsen bauen lassen, die in den Strahl eingebaut worden sind. So, der Strahl, vielleicht weniger Licht wäre besser. Gut, ich komme noch. Der Strahl hier kam, der Protonstrahl, was ist das, 27 GV, kam hier und hier war das Target. Und hier sind, das ist Ablenkungsmagneten und das ist alles, liegt auf einer Schiene, sehen Sie, das ist hier der Leiter. Das ist der Höhenunterschied zwischen diesem Experiment und dem Strahl. So der Strahl war auf 30 Grad schiefen Ebene gebaut und das wurde so abgelehnt hier und dann hier wieder horizontal. Der Separator war hier, weil hier musste man Proton, Kaon und Pion nach der trennen. Und okay, aber ich zeige noch genau weiter, wie das geht. Das war die Situation. Das war das Target, 6 cm mal 0,8 Quadrat, 0,8 mm Quadrat. Und das Problem wäre, wenn wir seitlich einfach in derselben Ebene den Strahl bauen würden, würden wir sehen, die ganze Länge von dem Produktionstarget. Und bei 30 Grad wäre das 3 cm. Und mit so einem Strahl können Sie keine Separation machen. Ne? Deswegen, wenn man dann aber nach oben geht, dann ist und dann umdreht, dann ist Strahl so geformt. Und kann man transversal, hat man 8 mm oder weniger schmalen Strahl und hier 3 cm hohen Strahl. Und deswegen müssen wir auf eine schiefe Ebene gehen, um das auszunutzen, dass wir Target das, von oben ganz dünn sehen und dann umdrehen. Man musste auch immer Beamstoppers haben, weil das kann man ohne Beamstopper geht es in CERN nicht. Und um das kurz zu machen, haben wir, das ist die Abschirmung, hier sind die zwei Quadrupole, haben wir hier mit dem Wasser haben wir eingebaut das funktioniert wie eine moderne Flugzeugtoilette. Das auf den Knopf drückt man, kommt das Wasser runter, und dann kommt das Wasser wieder rauf. Und runter. Das hat sehr gut funktioniert und war akzeptiert. Dann kam der Separator. Separator war dieser Stopping Power Separator und weil wir haben so einen beweglichen, das ist hier Glycerin gewesen. Und hier können wir verschieben die Form des Stopper ändern. Die Idee war, dass die hochenergetischen Teilchen, die hier kommen, mehr abgebremst werden als die hier kommen. Und das haben wir gehofft, dass wir unsere Fokussierung damit verbessern. Gut, jetzt habe ich ein paar Bilder, die etwas gemeint waren für Demonstration. So, das Experiment sah aus, auf dieser Ebene, wo der K-Strahl rauskam. Das war das. Und das war hier Setup. Da waren zwei Natriumiodid-Zählers, ein Cherenkov-Zähler und das Lithium-Target. Lithium-Target, wir haben Lithium-6 und Lithium-7-Targets gemacht. Irgendwelche tiefsinnige Überlegungen waren dazu, dass wir
und mit diesen zwei Targets entscheiden können, welche Hyperkerne wir populieren. So, der Strahl kam, er durch Cherenkov-Zähler, die Pionen machen Licht in Cherenkov-Zähler, die kauen Licht, deswegen das war eine von der Selektion. Dann hier kam der endgültige Abbremser, der Kauen soll runterbringen, dass die Kauen hier gestoppt werden. Und hier dann sind die, der Strahl kommt rein und kann werden in Lithium gestoppt. Und wenn Kauen in Lithium gestoppt und auf, absorbiert von Neutron, dann entsteht ein Pion und Gammastrahlen. Und hier Cherenkov sieht das Kpi-Zerfall. Das ist wieder eine Identifizierung von dem gestoppten Kauen hier. Okay, so war, das war ein sehr einfaches Experiment, wie Sie sich überlegen. Und Resultat ist hier, das sind die Autoren. Das ist so, dass und ich habe den ersten Teil dem Fred Hoyle gewidmet, zweiten der Schmidt, Theodor Schmidt und der dritte kommt zu meinem Mitarbeiter. Das sind jetzt die zwei Peaks, das ist zwei Gamma-Linien hier und hier. Und können Sie nicht glauben, die Energien, die wir damals gefunden haben, sind noch immer gültig. Es gibt keine bessere Messung. Das liegt daran, dass diese Gammas heute werden mit dem Germaniumzähler gemessen, aber der Rückstoß ist so groß, dass die Doppler verschmiert sind. Deswegen war eigentlich Natriumjodid waren keine schlechten Detektoren, um damals das zu nachzuweisen. Und was ist jetzt Resultat von dieser Messung? Das haben wir jetzt alle Zustände von gebunden von den Hyperkernen jetzt in der S-Schale gefunden. Und damit kann man die Wechselwirkung, die normale Wechselwirkung Nukleon-Nukleon, Lambda-Nukleon fitten oder testen. Und das ist die Rechnungen. Mit diesen Rechnungen von diesen Zuständen kann man, dann hat man das Lambda-Helium-5 auch gerechnet und kommt 2 MeV tiefer gebunden als gemessener Zustand. Und eigentlich, das Problem ist nicht gelöst, aber das kann gelöst werden. Die Frage ist, ob offensichtlich fehlt etwas bei dieser Wechselwirkung. Hier ist eine Abstoßung. Aber warum passiert gerade Abstoßung hier in diesem Fall und nicht hier schon? Und es gibt eine Sache, die ich vermute, und jedenfalls ich neige dazu, etwa exotische Lösungen zu finden, ist, dass der Grundzustand von Lambda-Helium-5 ist sicher Lambda als Teilchen, ist nicht identisches Teilchen mit Nukleon. Deswegen kann hier sitzen in der S-Schale ohne weiteres, stört nicht dem Pauli-Prinzip. Wenn Sie aber in den Quarks, ist Pauli-Prinzip schon gebrochen. Diese sind von Lambda-Teilchen, weil das Helium-4 ist eine abgeschlossene Schale, so wie in Nukleon, wie auch in dem Quarkbild. Lambda in dem Quarkbild kann nur Strange Quark hier bleiben, UD muss es in die P-Schale gehen. Das klingt ein klein bisschen so erfunden, aber es ist nicht so, weil das Potenzial zwischen Nukleon und Nukleon im Kern ist bei kleinen Abständen abstoßend. Und abstoßend ist wegen dem Eindringen von Quarks in benachbarte Nukleon. Deswegen, das ist immer vorhanden, ein Teil der Wellenfunktion ist auch vielleicht ein kleiner Bruchteil, ist in dieser Form, dass sich die Quarks überlappen.
ob die Frage, das zu lösen, die Frage, ob das wahr ist oder nicht, ist nicht so schwer. Heute kann man in Japan bauen den Beschleuniger, der ziemlich stark für die Hyperkerne, starkes Programm für Hyperkerne hat. Und dort kann man diese Effekte studieren in schweren Kernen bei tief gebundenen Zuständen und kann man das wirklich sehen, ob das diese Effekte sind oder was anderes da ist. Das wäre ein von den Signatures, dass es doch Quarks in der Kernphysik auch eine etwas Bedeutung haben. Die Frage ist jetzt, gibt es einen Anteil von dem Zustand, das aus Quark aussieht oder nicht? Ich glaube, das kann man irgendwann lösen. Gut, jetzt habe ich, dass ich noch Zeit habe, kann ich ja jetzt über Resultate, die ich über Kerne gebracht habe, die etwas mehr als das sind. Und später haben wir versucht, das mit dem wirklich die angeregte Zustände mit K minus P, diese Reaktion zu benutzen. Die hat die Eigenschaft, dass bei diesen, wegen der Kinematik, bei dieser Energie, sogenannten magischen Impuls, bleibt Neutron, das sich dann umwandelt in Lambda ohne Rückstoß. Und das bedeutet, wenn Neutron im Kern war, nimmt das Lambda-Teilchen die Bahn von dem Neutron. Das ist, deswegen kann man das auch de facto Neutronen ersetzen durch Lambda, ohne dass der Kern etwas den Unterschied spürt. Das war die Idee von diesen Experimenten und das zeige ich nur die Art nachher. Dafür müssten wir aber schon richtige Spektrometer bauen. Das zeige ich jetzt. Die Idee von Spektrometer war so ein Energy Loss System, wo man hier symmetrische Beam-Pipes macht und man, das wollte ich nicht erzählen, dass man praktisch ohne mit die Teilchen, die hier wieder auf den Punkt fokussiert werden, hier wird Dispersion gemacht und Dispersion wird wieder kompensiert. Dadurch kompensiert man viele, viele Fehler bei dem optischen Fehler bei solchen Systemen. Und die Idee ist die, dass Sie sehen, was es ist. Das optische Analogon, das rote Licht, wieder wird hier rot und das blaue Licht ins Blau fokussiert in derselben Punkt. Das bedeutet, was man misst in dem Target hier, ist nur Energieverlust oder Änderung der Energie. Das wäre dieses Energy Loss System, das nennt man das. Und damit hat man sehr gut die Auflösung bei diesen hochenergetischen Strahlen, das sind doch sehr hohe für Verhältnisse in der Kernphysik, sind das hier, das waren 700 MeV über C, das entspricht also nicht etwa 100 MeV kinetische Energie, das sind schon hohe Energien, wenn Sie Auflösung von einem MeV haben wollen. Und mit diesem System konnte man wirklich erreichen, nicht eine MeV, weil man Targets, dickes Target brauchen muss, und die Targetdicke hat definiert die Auflösung. Gut, und jetzt komme ich wieder zu der LS-Kopplung, und das war ein von den Resultaten, die sicher als sehr interessant von diesem Hyperkern waren. Wir haben, das ist dieser Peak hier entspricht, wenn Neutron ins Lambda übergeht und sich nichts ändert. Sie sehen, das hier ist, ist das Potenzial für Lambda-Teilchen geschildert, hier für Nukleonen. Dieser ist das Peak, das Neutron direkt in derselben Schale bleibt, in der
Lambda in der Silbenschale bleibt, in dem der Neutron war. Der, diese, dieser Peak hier ist der Übergang aus der P-Schale, geht Lambda, endet in die S-Schale, weil die S-Schale ist für Lambda frei. So haben wir jetzt mit diesen zwei Energien haben wir sofort das Potenzial, die Potentialtiefe von Lambda bestimmt. Und dasselbe macht man dann für Sauerstoff. Und Sauerstoff, das ist jetzt, das ist was Höheres. Sauerstoff ist das Analogzustand zu dem, wo Lambda geht in die P3-Neutron geht in die P-Schale und das hier ist der Übergang von dem Neutron in die S-Schale. Aber jetzt kommt das P 1/2 von Neutron, geht zu demselben Zustand wie das P3. Das bedeutet, dass im Lambda gibt es keine LS-Ausspaltung. Lambda ist, spürt im Gegensatz zum Nukleon, hier ist Ausspaltung 6 MeV, im Lambda-Fall ist das, die besten Messungen heute sind kleiner als 100 kV. Das ist ein Faktor, weiß nicht, 100 kleinere LS-Kopplung als in den Nukleon. Und das sind jetzt alle diese Peaks. So haben wir alle diese analysiert und damit sehen, hier ist auch Grundzustand, das ist S-Zustand von Lambda von diesem Übergang und das ist von diesem Übergang 6 MeV Unterschied. Wir sehen den Unterschied von der Lambda, von der Nukleonschale getestet 6 MeV, das sieht man in diesem Spektrum genauso in der P-Schale. Das bedeutet, dass es wir haben eine LS-Kopplung ist nicht richtig verstanden, wenn ich sagen kann. Weil es ist auch sehr schwierig, weil das ist nicht so eine einfache, das ist eine kollektive Wechselwirkung. Aber etwas kann man jetzt sagen, das war Herr Pirner und ich haben das irgendwann vorgeschlagen, und das, ich glaube, das stimmt. Das ist so, dass eigentlich ist einfach zu erklären, wenn wir annehmen, dass es dass die Kopplung, die Kernkopplung, Nukleonenkopplung geht über Mesonen. Nicht? Das ist, das kann man sich nicht sonst ausreden. Aber die Kopplung von Mesonen geht an die Quarks. Und Lambda-Teilchen ist ein Up-and-Down-Quark zu Null gekoppelt und Strange-Quark ist frei. Und wenn Sie jetzt Spin-Bahn-Kopplung von diesen beiden Up-and-Down-Quarks kompensieren vollkommen, deswegen kommt von dem leichten Quark kein Beitrag zu der LS-Kopplung. Und Strange Quark wechselwirkt nicht mit dem Nukleon, weil die Strange Quark produziert sehr wenig normale Mesonen. So, das ist eine Bestätigung oder ein Hinweis, dass es wirklich die Kopplungen, Nukleon-Kopplungen wirklich gehen via Quarks und sie haben Quarks gekoppelt an die Mesonen und nicht an die Nukleonen als Gesamt. Es gibt sicher Modelle von LS-Kopplung, das ist trivial. Die Modelle müssen alle, er hat sich entschuldigt, das geht. Für eine LS-Kopplung braucht man zwei Bosonenaustausch, muss man einen Vektorboson und einen Skalarboson und einfach um LS-Kopplung zu bekommen, das ist das. Und die Frage ist, wie man das schafft, das kann man in jedem Modell das machen. Das bedeutet, es ist keine, aber das ist in dem Fall von dem Nukleon, ist das Omega- und Sigma-Meson-Austausch und offensichtlich hat diese Eigenschaft Strange Quark nicht. So, die nächste
Sache, die wirklich aus dem Hebräerkern kommt und ich glaube, zu der ganzen Geschichte sehr gut passt. Das hier sind die Hebräerkerne bis zu dem Blei und hier sind die Energien von gemessenen Grundzuständen, ersten angeregten Zustand und so weiter. Und die gestrichelten Kurven sind die Rechnungen, die nichts anderes enthalten als das Kern, das für alle Hyperkerne die Tiefe des Potentials gleich ist, nur der Radius geht mit a hoch 2 Drittel. Das bedeutet, dieses Bild hier ist per excellence ist ein Bild von der entarteten Flüssigkeit, weil Lambda spürt überhaupt nichts von dem Kern, benimmt sich so, als ob das nur ein Potenzial wäre, anziehendes Potenzial und hat ja sonst keine andere Eigenschaft. Die Kerne, die Zustände von den Nukleonzuständen werden durch Lambda-Anwesenheit nicht gestört. Die Fehler sind hier einigermaßen groß, aber die neuen Experimente wollen das mit zehnfacher besserer Auflösung das vermessen. Ich glaube, dass jetzt, wenn ich jetzt abschließe, dass eigentlich die zusammen mit dem Hyperkern kann man ruhig sagen, dass es dass das einfache Bild, diese Analogie von Kern mit einer Fermi-Flüssigkeit, mit allem drum und dran, die man sehr ähnlich zu dem, was die Leute versuchen mit ihm in der Welt von entarteten Gasen zu machen. Die Natur hat einen von den schönsten Systemen der Fermi entartete Flüssigkeiten gemacht im Kern. Danke. Ja, vielen Dank, Herr Proch, für den schönen Vortrag und die Erinnerungen an die Zeiten von damals. Und ja, dann gibt es noch Wein und Brezeln im Büro von Herrn Eisele. Und ich möchte die Aula auch für nächste Woche einladen. Da kommt der Herr Putlitz. Der hat gesagt, er hat so viel zu erzählen, dass er gleich zweimal kommen will. Von daher haben wir übernächste Woche dann nochmal einen Termin, wo Herr Putlitz auch nochmal vorträgt. Und da freue ich mich sehr drauf. Vielen Dank fürs Kommen. Und wie gesagt, Wein und Brezeln sind. Danke, Herr Putlitz. Sehr schön.